Hi, ich bin Claudia, dein Coach für mentale Stärke. Und aus welchem Grund das Thema Wahrnehmung so wichtig ist, das hörst du gleich. Seit 2008 arbeite ich als Personal Coach. Ich blicke auf zwei fundierte Coaching-Ausbildungen zurück. Und die Thematik Wahrnehmung ist der erste Schritt und wird dir immer wieder begegnen, wenn du an deinem persönlichen Wachstum interessiert bist. Was ist überhaupt Wahrnehmung? Wahrnehmung entsteht durch den Einsatz unserer fünf Sinne: Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken. Danach wird es komplexer. Wir denken, dass es sich um die Wirklichkeit handelt, wenn wir zum Beispiel etwas sehen. Das Sehen, unser größtes Sinnesorgan, und gehen in die Wertung. Wir bewerten Situationen, Menschen und Begebenheiten. Dabei ist alles subjektiv. Wir schauen durch eine Brille. Unsere Brille. Denn wir sind geprägt von außen, durch unsere Erziehung, das Umfeld, Schule etc. Und jeder anders. Soweit ist das in Ordnung. Denn es ist ja auch ein Schutz für uns. Kritisch wird es, wenn wir verurteilen. Fakt ist, wir wissen nicht, ob es so ist, wie wir denken. Und jetzt entstehen Konflikte. Doch wir bleiben heute beim ersten Schritt. Die pure Wahrnehmung. Was lernst du in der ersten Yogastunde? Nimm wahr ohne Bewertung. Aus welchem Grund? Bei der puren Wahrnehmung bist du im Hier und Jetzt. Das Wesentlichste überhaupt. Denn die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft kennen wir nicht. Wahrnehmen im Hier und Jetzt ist für mich der Schlüssel zur Achtsamkeit. Doch was habe ich davon? Wenn ich lerne, meinen Körper wahrzunehmen, gelingt es mir, Unzulänglichkeiten schneller zu erkennen. Könnte lebensrettend sein, oder? Wie das geht? Durch Entspannungstechniken. Das ist die innere Wahrnehmung. Doch es gibt auch noch eine äußere Wahrnehmung. Die äußere Wahrnehmung besteht für mich in der Mimik, Gestik und Körperhaltung. Jetzt wirst du sagen, du kannst niemals wissen, was genau ein Mensch denkt oder fühlt. Stimmt. Du kannst jedoch wahrnehmen, dass irgendetwas nicht stimmt. Und fragst nach. Vielleicht ein Beispiel. Vor etlichen Jahren unterrichtete ich eine Gruppe Jugendlicher. Ein junges Mädel kam an diesem Tag neu hinzu. Sie hatte wirklich eine böse Miene aufgesetzt. Ich dachte jeden Augenblick, die springt mich an und geht mir an die Gurgel. Ich musste mich wirklich sehr zusammenreißen, um meinen Unterricht fortzuführen. In der Pause sprach ich das junge Mädchen an, ob etwas nicht in Ordnung ist. Da brach es regelrecht aus ihr heraus. Sie weinte bitterlich, denn die Ausbildung, die sie startete, war überhaupt nicht das, was sie sich vorgestellt hatte. Sie hatte abgebrochen und jetzt wusste sie einfach nicht mehr weiter.
Wir hatten daraufhin ein klärendes Gespräch mit der Mutter und das Mädchen durfte zu mir ins Coaching kommen. Ich habe sie dabei unterstützt, den Beruf für sich zu finden, der ihr Spaß macht. Sie startete daraufhin eine neue Ausbildung und war wieder glücklich und Mutter und Tochter sehr dankbar. Was wäre passiert, wenn ich das Mädchen verurteilt hätte und ich ihre böse Miene auf mich und meinen Unterricht bezogen hätte? Meine Wahrnehmung ist auch sehr auf die Kommunikation bezogen. Weiteres Beispiel. Eine junge Frau im Seminar berichtet von sich und ihrem Problem mit anderen Menschen. Während sie redet, habe ich viele eigentlich wahrgenommen. Irgendwann startete ich mit einer Strichliste. Dann sagte ich ihr, dass sie insgesamt 36 Mal das Wort eigentlich benutzt hat. Sie war geschockt und natürlich auch etwas sauer auf mich. Nun ja, als Coach kann ich gut damit leben. Doch ich fand dieses Feedback wichtig, denn was hat es mit dem Wort eigentlich auf sich? Eigentlich arbeite ich gerne in meinem Beruf. Eigentlich habe ich dich lieb. Eigentlich bin ich gerne zu Hause. Okay, und uneigentlich? Das Wort ist eine Verweichlichung und ist keine konkrete Aussage. Stehe zu dir selbst und sage, wie es ist. Das kann Klarheit schaffen im täglichen Miteinander. Noch ein Beispiel. Eine intelligente und schon etwas reifere Frau berichtet im Coaching von ihren Themen. Sie will die Veränderung. Ich nehme wahr, dass sie sehr oft sagt, keine Ahnung. Zum Ende des Coachings sagte ich ihr das. Sie war absolut überrascht, da sie das in keinster Weise wahrgenommen hat. Daraufhin geht sie wesentlich reflektierter in die Gespräche mit anderen Menschen. Ihr Fazit war, das passiert mir, wenn ich anfange, unsicher zu werden. Nun lade ich dich ein für eine kleine Wahrnehmungsübung. Im Fokus steht das Sehen. Übrigens ist das Waldbaden, welches ich veranstalte, eine hervorragende Achtsamkeitsübung, in welchen alle fünf Sinne zum Einsatz kommen. Im Anschluss stelle ich dir insgesamt 12 Bilder vor, für jeden Monat des Jahres eines und jedes Bild ist versehen mit einer Aufgabe. Du kannst auch gerne die Stopptaste für jedes Bild nutzen, um in aller Ruhe und in deiner Zeit dich in deiner Wahrnehmung zu üben. Falls du dich noch etwas mehr mit der Thematik Wahrnehmung auseinandersetzen möchtest, empfehle ich dir einen Film. Das Original ist von Daniel J. Simons und heißt Selective Attention Test. Das Original findet ihr auf YouTube. Ich verlinke das Ganze unter dem Video. Es gibt auch ein Video auf Deutsch von dem Trainer Dirk Hannemann. Verlinke ich auch unten im Text. Ja, falls du ein Coaching wünschst oder auf der Suche nach einem speziellen Seminar bist, melde dich bei mir unter veränderungsmut@gmail.com. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit
der anschließenden Wahrnehmungsübung. Wir sehen uns. Welche Struktur haben die Blätter? Und wie sieht das Eis auf den Blättern und um die Blätter herum aus? Was steht auf dem Schild? Und welche Farben nimmst du wahr? Wie viel dicke Äste trägt dieser Baum? Hat er Blätter? Welche Farbe dominiert? Welche Details nimmst du in den Blüten wahr? An was erinnert dich die Form der vielen kleinen Blüten einer Pusteblume? Welches Tier verbirgt sich in dem hohen Gras? Und welche Blütenfarben erkennst du? Welche Farben findest du in diesem Bild? Welche Farben und Formen zeigt dir diese Distel? Erblickst du die Tautropfen auf dem Pilz? Und in dem Gras? An was erinnern dich die kleinen braunen Fleckchen auf dem Pilz? Die Schmidtburg im Hahnenbachtal. Ist sie wirklich menschenleer? Wie viele Steinhaufen kannst du erkennen? Was umschließt das Eis alles?